Herzlich willkommen bei dem zweiten Video, den ich am Kader von Schul daheim präsentieren darf. Diese werden wir auch nicht sagen, Musik mit Basteln kombinieren. Just, dass den Hauptvolle diese auf der Musik wird leihen und nicht auf dem Basteln. Haut um Ausstrahlungstag von dem 17. März, St. Patrick's Day, irische Nationalfeiertag, habe ich mir gedacht, dass es flott wäre, für ein irisches Volkslied zu proposieren. Und auch passend zu dem Text, wo an dem Lied vier könnt, wollte ich auch ein Bastel vier schlagen mit Ascht, mit Woll, voilà, sodass das alles ganz passend ist. Weil der Schwerpunkt DK auf der Musik leidet, gebe ich auch meinen, dass wir auch werden, eine kleine Stimmübung gönnen. Für dich eine kleine Atemübung, weil da ganz viel Luft wird brauchen für das heutige Lied. Und zwar 4, 7, 8. Vielleicht kennen manche die Regeln, dass eigentlich ein Ader weiß, für besser können anzuschlafen, für Toten und Kalm zu kriegen. Wir benutzen sie DK für eben Toten ruhig zu halten, für wenn wir viel werden sangen. Also, das Prinzip ist, 4 Sekunden sollen wir anatmen, 7 Sekunden halten wir die Luft an und 8 Sekunden atmen wir aus. Wenn schläft los aus, atmen, lohnt nicht alles direkt bei ihr nehmen, weil das ist das Ziel von der Sache, wirklich los ausatmen, für dass wir wirklich ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann, ich gehe schon mit meiner Mäke zusammen, wir atmen also an, wir halten an und wir atmen aus. Wir haben das noch ein Kehr. 1, 2, 3, 4, anatmen, halen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ausatmen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. An Englisch Kehr, wir atmen 4 Sekunden an. Halen. An ausatmen. Voilà. Wo wir die kleine Atemübung gemacht haben, gebe ich dann auch die Melodie ein bisschen, die ich durchgehe, von dem Refrain als Übung für die Stimme. Und zwar, ich wollte nicht groß gammeln, eben mal die singen, mehr der Refrain einfach ein bisschen la 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 oder summen oder wie wie wie. Das ist der Vierte, dass wir nur, wenn wir den Textwerte machen von dem Lied, dass wir dann an einem schon die Melodie an dem Kopfwerte haben. So, wie ist die Melodie? Ba 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 da ba 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 da ba 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 da da ba da ba da ba 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 da ba 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 ba. Sie sieht den ersten Teil, dass er mal zählt. Ba 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 da ba 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 da. Den hast du zweimal zählt, ja? Und da gehen wir ein Kehr bleiben mal so ein bisschen an der Mitte. Und ein Kehr gehen wir mir hin. Ich mache ein Kehr für vier. Ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba 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 ba. Könnt vielleicht ein Kehr auf wie machen. We 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 we. Oder ob ba da da. Hoppla. Ba da ba da ba da ba da 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 ba da ba da 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 ba da 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 da. Mehr als es nicht, das ist alles, was wir für den Refrain brauchen. Und weil das nicht so schwierig ist, von der Melodie hier, habe ich mal gedacht, dass ihr an einem selber vielleicht noch kennt, ein Body Percussion oder in diesem Fall Table Percussion machen. Weil wir machen den Rhythmus auf dem Tisch am besten, das kann ich aber auch auf dem Bein machen. Der Rhythmus ist sich geholt, ist relativ einfach. Die Melodie auch, wenn ihr beides zusammenhält, geht es ein bisschen mehr knifflig. Voilà, was ist der Rhythmus? Wir machen Faust, Hand, Faust, Faust, Hand. Mehr ist es nicht. Faust, Faust, Hand, Faust, Hand, Faust, Faust, Hand. Mehr ist es nicht. Die ganze Zeit. Das muss dann ein bisschen so routiniert gehen, dass ihr währenddem so schwätzen kann. Und für die Sache ein bisschen schwierig zu machen, gebe ich dann auch direkt den Refrain mit drauf holen, ob la 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 ganz einfach.
Ich hoffe, die Melodie noch ein bisschen schon am Kap. La 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 la. Okay, machen wir das mit dem Rhythmus mit dabei. Falls da rauskommt, ist das überhaupt kein Problem. Dann Ziel ist wirklich für ein bisschen Fleißen zu losen, wenn da also nur zweimal ging. Einfach nur mit der Faust Hand machen, weil du den doppelten Fauststift vergessen, ist das gar nicht schlimm. Einfach weitermachen. Ihr könntet natürlich auch von vier ran einfach nur Faust, Hand machen. Das geht natürlich auch. Ich mache nur den Ausgangsrhythmus. Und wir sagen ein bisschen Refrain mit la la la, mit drop. Das wäre dann la 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 la. Wir lassen den immer noch zum Schluss, weil den machen wir nämlich nur weiter, weil bis die Strophe kommen. Man hat nachher jemand wie wie wie. Ich gehe noch nur alle Kerbe, das ist anstatt 4. Ob was das mal sagen wird, dann also gut abgepasst. Ob wie wie wie. We 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 la 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 la. Aufgepasst, ob ich rauskomme, sie kann vielleicht sehen, dass ich zweimal, dass ich mein doppelte Faustschenkel vergessen habe. Das ist wirklich nicht schlimm, solange wie nicht einfach weiter drehen lässt. Ich meine, die Melodie hat mal plus minus am Kopf. Wenn das nicht mehr am Kopf hat, hat die Möglichkeit, für immer nach ein das Video zurückzuspulen und sich das Ganze nach ein paar Minuten unzulauschen. Egal wie ging es los, bei den Tags rüberkommt. Das ist ein irisches Volkslied, also ist alles auf Englisch. So, für den Text. Also, allgemein, ich wollte nicht all einzelne Worte mit dir durchgehen. Es geht um einen Baum, der an einem Moor steht, und zwar in Irland. Und da wird eben beschrieben an dem Text, was dann alles so bei dem Baum dann so geschieht. Du hast dann ein Arsch und du hast ein Fältchen und du hast ein Nascht. Ich erkläre noch einmal bei der Strophe, wie das ganz abgebaut ist. Aber voilà, es geht nur mal einfach nur um so einen Baum, der an einem Moor steht. So. Ho, row, das ist ein Geräusch wie hey, yay. Ho, row, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, row, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ich habe den Down rot gemacht und man so kleine Bewegungszeichen, für das er daran denkt, der geht rot, den dürfen wir nicht auf derselben Tonlage sagen. Ho, row, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, row, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ja, gut. Ich meine, wir können da vielleicht auch ein paar probieren mit der Body Percussion dabei. Das gibt dann geben. Ho, row, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Danke. Ho, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ho, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ganz wichtig, dass wir den noch schön hin- und ausklingen lassen. Ich meine, wir wären aber nur Brett 4 Strophe. Und zwar könnt ihr einen echten Deal. Das ganze Lied ist so abgebaut, wie manche kennen das Spiel vielleicht. Ich gehe auf Dres und ich packe nach meinem Wallis ein Kamm. Und dann muss der nächste sagen, ich gehe auf Dres und ich packe nach meinem Wallis an ein Kamm und ein Schal. Und dann muss ich immer etwas mit dabei machen. Ich weiß ganz genau, dass da viele von ihr das schon mal gespielt haben. Und ganz genau so ist das Lied auch abgebaut. Das heißt, alles, was wir nur am Anfang singen, geht ziemlich ähnlich bei der nächsten Strophe wiederholen und es könnte etwas dabei. Voilà, sodass der Text zwar nur immens lang ist, aber es geht immer wiederholen. So,
An der Strophe wäre dann Well in the bog there was a hole, a where hole, a rattling hole, hole in the bog and a bog down in the valley, oh. Es hilft ja doch nicht so viel, wenn ich die Gitarre mit dabei hole, weil beim Refrain sowieso nicht viel Akkorde dabei sind. Sind sie ein bisschen einfach gemacht, aber es hilft vielleicht für ein bisschen anders am Ton zu bleiben. Well, in the bog there was a hole, a rare hole, a rattling hole, hole in a bog and a bog down in the valley, oh. Schlussen du ausklingen, weil hier nur geht die Licht immer mehr lang und dann ist ja die Mensch flott, wenn dann überhaupt nicht anders zu hören als wie du gesagt. Mal den Deal nachher, ja? Well, in the bog there was a hole, a rare hole, a rattling hole, hole in a bog and a bog down in the valley, oh. Da könnt ihr den Deal, den wir schon kennen. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ihr könnt du natürlich den Rhythmus weitermachen. Da das ist dann über los. Wir gucken, wie es dann weitergeht mit der Geschichte. Well, in that hole there was a tree, a weird tree, a rattling tree, a tree in a hole, and a hole in a bog, and a bog down in the valley, oh. Du siehst ja schon, dass ein Abbau immer selbst bleibt. Sie ist ein paar wieder, die Wieseln an die Licht geht immer mehr lang, die ich nur am Rot gemacht habe. Well, in that bog there was a tree, a weird tree, a rattling tree, tree in a hole, and a hole in a bog, and a bog down in the valley, oh. Man, den Deal nach einkehren. Well, in that hole there was a tree, a weird tree, a rattling tree, tree in a hole in a bog, and a bog down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ich mache die dritte Strophe mal durch und da gucken wir mal, für alles zu machen, bis die dritte Strophe. Und da gibt mir eigentlich kurz bis rüber bei Bastel gehen. Immer dann die Lieder nach eigentlich zum Schluss ganz werten wiederholen. Du könnt nicht sein Kerbes dabei, das heißt, wir sind nicht mehr bei einem Baum, wir und dem Baum auch noch ein Arsch. Und das könnt dann Lo, den Deal könnt dann auch noch anspielen. On that tree there was a branch, a weird branch, a rattling branch. Branch on a tree in a hole in a bug down in the valley, oh. Das heißt, das geht immer mehr lang, ne? On that tree there was a branch, a weird branch, a rattling branch. Branch on a tree in a hole in a bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ich merke, wir wären bereit für ein Köder. Bis bei die dritte Strophe durchzumachen. Voilà, wir fangen nur mit dem Refrain, ganz relax. Denkt dran, der Rhythmus, wir könnten entweder mit der Faust Hand machen, Faust, Hand, Faust, Hand. Oder wir könnten ein bisschen schwerer machen, Faust, Hand, Faust, Faust, Hand. Ja, Rhythmus oder noch am Kopf? Wunderbar, da gebe ich Menge fangen mal an. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Well, in that bug there was a hole, a rare hole, a rattling hole, hole in a bug and a bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Well, in that hole there was a tree, a weird tree, a rattling tree, tree in a hole in a bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Oh, oh, the rattling bug, the bug down in the valley, oh.
tree there was a branch, where a branch, a rattling branch, branch on a tree in a hole in a bog down in the valley, oh. Oh, row the rattling bug, the bog down in the valley, oh. Oh, row the rattling bug, the bog down in the valley, oh. Ziel vom Lied also eigentlich für immer ein Grimmelchen mich schnell zu gehen. Ich habe schon den Refrain ein Grimmel mich schnell gemacht wie die Strophe. Aber es gibt eigentlich immer, immer mehr schnell auch am Refrain gehen. Aber ich meine, wir lassen Stimmbänder nur mal ein Grimmelchen ruhen. Und ich gebe euch weise, werde ich am Kader von dem heutigen Lied nach vier bereden. Ich gehe heute einfach von den Anfang vom Lied. Und zwar, den Titel war Your Tone, Takt und Talking Sticks. Ein Talking Stick, das ist ein Moyen aus allen Kulturen, viel sicher zu gehen, da den eine gewisse Regelmäßigkeit an dem Gespräch behalten kann. An der Runde geht dann so ein Bängelchen, den dann noch dekoriert das. Rundherum gehen. Und derjenige, der den Bängelchen am Grab hat, den hört dann dürfen schwätzen. Etwas, was sicherlich manchmal im Kaffeetisch bei München gefehlt hat, ich weiß mal ganz sicher bei euch. Da wird jeder Reh von der Schule zählen und tut nicht den anderen ausschwätzen gelöst. Und das wäre am Fongol eine Tip-Top-Methode gewesen, für sicher zu gehen, dass jeder Reh auch zu Wort kommt. Ich weiß nicht, Methode für einfach so ein Bängelchen zu entwickeln. Wenn ihr nur keinen Talking-Stick wollt machen, und gehen jetzt alle in einer Art und Weise, wie ihn der Tote kann trotzdem nutzen. Zum Beispiel kann ihn, ich bin um Tisch bei uns ziemlich viel am Pink und am Turquoise, da kann ihn sie auch nach, ohne Lohai engem, dann ist es dir schön, kann ihn sie auch nach Vierwem, der Tisch, schon den heute lo nicht nehmen, entwickelt. Die können entweder Wollhüllen oder Cotton. Mir ist schon so auch noch gefärbt. Da haben wir schon drei verschiedene Farben ausprobiert. Acryl ist nicht. Acryl ist wirklich nicht. Das ist nicht der weiße Farbe. Die haben wir entwickeln, weil es so alle war. Wasserfarbe bröckelt. Da hatte ich nur, wie ich gewickelt habe, hatte ich ganz Box voll Wasserfarbe Grimmelchen. Am allerbesten ist Gouache. Gouache, die deckt immens schön, und, also die ölige Farbe. Und das ist wirklich, das ist eine Kombination mit der Wolle tipptopp. So, lohunisch. Cotton geholt, ich habe auch Woll benutzt zum Teil. Und wenn ihr hier genau guckt, lohunisch so gut zwei Fäden geholt. Ihr könnt entweder mit engem Faden wickeln oder ihr könnt direkt zwei Beine hüllen, dann ist das so ein flott Muster, dass es die Farbe changiert. Wenn ihr eine Chance habt und ihr habt daheim noch einen Woll, wie zum Beispiel Strümpenwoll, die wechselt die Farbe automatisch, da brauche ich keine verschiedenen Farben zu hüllen. Man kann ihn einfach wickeln und automatisch geht es dann auf verschiedene Farben. Ja, dekorieren kann ich die Dinger natürlich auch. Pompon, wenn du gerne will wissen, wie sie das mischt, an meinem ersten Video, kleine Eigenwerbung, habe ich gewusst, wie sie Pompon mischt. Knapp habe ich drüber gebunden. Es kann ich natürlich auch Schellen drum machen, wenn ich ein bisschen mehr festen Arsch tut. Nicht so klesperen wie den heute. Das bringt nichts, weil wenn ich du ein Kehr mal da rieselt, dann fällt alles auseinander. Ein bisschen mehr festen Arsch, und dann mische ich so Schellen drum, dann hat ich dann ein besonderes flott Instrument. Ich benutze nicht für und allem, ich schön sie zwar noch nicht kauf, mir einfach für einen was hinzustellen, auf für Ostern zu klang Männischer drin zu hängen, klang Oster eher, klang Hirsischer und so weiter. Und das gesagt ganz flott um Stufendisch aus. So, viel geschaut, also gebe ich mal weise, wie das in der Mischt. Was brauche ich? Einfach mal ein Bengel, komm schon mal für den Toten. So. Geht an den Busch und die Natur, das ist ja Bombe wieder, holt ihr so ein Matt. Und dann sieht ihr ein Cotton oder ein Woll aus, schon pink für mein Liebe gern. Und dann mache ich kurz, gut, ich weiß nicht, gesagt, das gut auf der Kamera. Mache ich einfach ein kleines Knirschen rein. So, ein Dürbele, wenn ich geliefert habe, wir wollen ja nicht, dass es los geht. Zack. Und bon, weil ich um Nummer sicher will gehen, mache ich danach so ein Trips Pech mit dabei. Und wickeln. Die zwei, also den ich vor dem Wickeln ist damit an, den ich am Anfang hat, für dass den näheren zwei raus guckt. So, mache ich ein Grimmel Pech drauf.
Und dann könnt ihr euch Leben entweder schwer oder leicht machen. Entweder halt er fest und ihr dreht den Bengel. Das ist mir aufgefallen, indem sich zwei Bengel schon gemacht hat und eine Muskelkater am Arm hat. Das geht leider aber nicht immer. Du musst ihn auch hinter die Körperdeckung holen, wenn ihr zum Beispiel nachschaut, wie der in den H4 steht. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein bisschen Gymnastik wollt daheim machen, könnt ihr natürlich auch mit dem Arm rumwickeln. Ich so nicht, aber das ist wesentlich mehr komfortabel. Hier so zu wickeln. So. Entweder passt der Fofier gut ab, dass, dass ihr kein Holz mehr drin seid. Und, also dann geht ein bisschen pechig. Ja. Da muss ich rechnen. So. Ein bisschen zu rechnen ist man. Voilà. Entweder macht ihr das so und die geht da bis um einen bestimmten Punkt und dann dreht ihr nicht zurück. Oder die können doch von vier ran, das ist ein bisschen wie bei dem Pompon, geben wir mal am liebsten nicht mehr mit Woll basteln. Oder die macht von vier ran einfach ein paar Schichten über den Nähen. Wie ich lo. Zack, zack, zack. Ich halte ein bisschen aus den Nähen, ich schätze. Ich gebe jeder rein im Rode, wenn sie so sicher geht. Entweder, nachdem sie 2-3 Dich gut drischen war. Oder die lädt sie ein bisschen an den Heizungskeller. Dass sie noch nicht so feucht sind. Ich weiß auch gut, ob die Pech sonst gefallen. Voilà. Ich meine, das lohnt nicht ganz, weil das tut eine Beschäftigung, die braucht ein bisschen. Aber mehr ist es tatsächlich nicht. Die geht also bis in den Schluss, wo der es gerne eben pink hat. Ich habe noch immens optimistisch mit dem Pech gemeint. Bis dahin, ja. Ich bloß nicht einfach so rechnen. Wenn ihr bis bei dem Schluss angekommen seid, du könnt entweder mit dem Fuden, mit einer dicken Null, den Fuden abfädeln, indem sie mit der Null innen drin geht und ihn dann durchzieht. Oder es kann ihn, auch, wie ich auf anderen Plätzen gemacht habe, einen Knopf holen und mit dem Knopf das da wickeln. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht einen Knopf habe, den passend für mich. Ich meine, das ist mir schwer. Für selber herauszufinden, wie du mit der Null. Wie soll ich dann holen? Qual der Wahl. Voilà, da gehe ich einfach mit dem Fuden so da durch. Also einfach, also nicht mehr da, wenn du wirklich einen Knopf holt, wo bist du schon mit Brettlöcher sind. Ne? Das ist nicht einfach. So, fuhre ich da durch. Dann habe ich meinen Knopf fest. Und dann gehe ich ein bisschen rundherum. Und auch rundherum den Knopf. Ja, und da fällt mir dann noch ein bisschen mehr Licht, für noch eine weitere Knur zu machen. Dann macht das ein Schleif. Und die geht dann mit dem Fuß nach ein Kehr durch die Schleif und durch. So. Und dann du festzieht, dann ist der Fuß auch wirklich bombefest. Und da könnt ihr den innen drin fortschneiden und das sieht dann wirklich proper aus, für es aufzuschließen. Schon ist aber alles nach ein Kehr ein bisschen mehr genäht, wie auch die letzte Kehr. Aber ein Zettelchen vierberät, wo der gesehen war, da braucht für so Basic zu machen. Wenn du lesen habt, ist mit viel Deko, weil ich meine, ihr könnt ja alles drum hängen. Ihr könnt Pompons drum machen, ihr könnt so Flätschen drum machen, ihr könnt Knöpfe drum machen, alle Schmuck, wo der vielleicht ein Körper bei einem Markt kauft, den der vielleicht nicht mehr undot, da könnt ihr den drunter machen. Also da sind der Kreativität wirklich gut keine Grenze gesagt. Mit dem holt sich mal Basic Material. Und dann eben wieder sich viel geben mit dem Knut, dem normalen Wickeln, und dass ich eben noch ein Streifchen Pech dabei mache, da das alles noch ein bisschen auf der Fisch, für noch ein bisschen auch zu gucken. Voilà. Also, kann ich machen für Instrumente, an dem sie noch Nuss oder die kleinen Flaschen, wie nennt ihr das, wenn ihr eine Flasche abmischt, die kleinen Stopp, die neben drauf ist, kann ich noch ein kleines Lachter durchspuren, mich doch schön gereichen. Kann ich also ein Instrument da machen oder eben einen Talking-Stick, was die Ausgangsidee wäre. Oder die machen so Bengel, wo da können so kleine Osterhosen und so weiter drin hängen. Da sind wirklich eher Kreativität als kein Grenz gesagt. Da gebe ich Mengen, gebe ich einfach ein Lo. Nächst zurück zu der Musik gehen, mal mein Pech von den Fanger piddeln. So, und dann gucken wir mal, was hängt geblieben ist. Da haben wir schon so viel geschwärzt. Eine Sekunde. So, das ist nämlich agreabel für Not zu lauschen. Voilà.
Ich gif lo nach ein Keiert Lied mit dir durchgehen und ich gehe noch direkt bei die 4. auf 5. Strophe. Das Lied dauert eigentlich 7 Strophe lang, bei den Versionen, die ich hören hun. Schon mal, aber geduld, das geht bisschen viel und bisschen lang. Du wirst natürlich die letzten 2 Strophen einfach fortgelos. Ich mache sie mal ein Keer einfach durch und ich gehe auch ein bisschen mehr schnell am Lauf vom Lied, wenn ich daran denke. Und voilà, da gucken wir mal, ob es hängen geblieben ist. Man, für dich ein Refrain, vielleicht ein bisschen mehr lösen mit dem Rhythmus. Ho-ro, ja. Ho-ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho-ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Das darf dir mal oder dir mal, wie schon ein paar Mal erklärt. Ho-ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho-ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ich begleite dich mit der Gitarre. Voilà. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Well, in the bog there was a hole, a werehole, a rattling hole. Hole in the bog and a bog down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Well, in that hole there was a tree, where tree, a rattling tree. Tree in a hole and a hole in a bug and a bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. On that tree there was a branch, a rare branch, a rattling branch. Branch on a tree, and a tree in a hole, and a hole in a bug, and a bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Got the idea? On that branch there was a limb, a rare limb, a rattling limb, a limb on a branch, and a branch on a tree in a hole, and a hole in a bug, and a bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Könnt ihr zweit lasst? Well, on that limb there was a nest. Where a nest, a rattling nest. Nest on a limb, and a limb on a branch, and a branch on a tree in a hole, and a hole in a bug, and a bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. In that nest there was a bird, a rare bird, a rattling bird. Bird in a nest, and a nest on a limb, and a limb on a branch, and a branch on a tree in a hole, and a hole in a bug, and a bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Ho, ro, the rattling bug, the bug down in the valley, oh. Das wäre das ganze Lied. Die hat gemerkt, das schon probiert. Ich habe mich denke, ein bisschen geirrt, mehr. Für den Rest muss ich am Lauf vom Lied eigentlich ein bisschen schnell gehen. Das als Ziel von dem Ganzen, das ist doch dann ein Krimmelchen schwer. Weil ich habe doch mit den Schülern von meinem 50. Geschwader und die haben gemerkt, oh, das ist aber noch nicht so schwer. Und ich habe gedacht, warte mal, wenn ich bis alle guten die Sachen noch dabei mache mit der Body Percussion und so weiter. Logisch, das tut noch zu üben. Das Video kann ich immer rum gucken. Ich meine, den Text, den habe ich auch. Und da gebe ich so ein, ja. Probiere das selber aus, weil du das einzige, was du noch hilft, dass es führt, immer rum zu machen, für das ihn an der Schnelligkeit gewinnt. Und dann ist das wirklich, also ehrlich, ich fand ein ganz, ganz flott Lied für so zu pur zusammen zu singen, dass ihn ein bisschen den Wert, also es könnte immer gut. Voilà, ich hoffe, es hat euch gefallen und da gebe ich euch noch einen schönen Tag wünschen und vielleicht bis die nächste Woche. Adi!